Kopfgeldjäger Dr. King Schulz befreit den Sklaven Django, damit der ihm bei seinen Geschäften hilft. Im Gegenzug soll Djangos Ehefrau aus den Fängen des charmanten, aber brutalen Farmbesitzers Calvin Candy befreit werden. Tarantino ist bekanntermaßen ein Meister von Dialogen und einzelnen Szenen. Solange er in seinen Filmen von Geschichte zu Geschichte hüpfen kann und von Charakter zu Charakter, ist alles bestens. Django Unchained allerdings erzählt seine Geschichte relativ einfach von Anfang bis Ende. Da fällt dann doch etwas auf, dass die ein bisschen dünn ist. Das ist aber nicht so schlimm, weil die einzelnen Szenen trotzdem geil sind. Christoph Waltz und Leonardo DiCaprio sind ganz klar die Stars des Films. Jamie Foxx hat ein bisschen das Problem, dagegen anstinken zu müssen. Gefällt mir, wie du stirbst, Junge. Tarantino bedient mit Filmen wie Kill Bill, Inglourious Basterds und Django Unchained einfache Rachefantasie. Unserem Held wird übel mitgespielt und wir freuen uns am Ende, wenn er es seinen Peinigern ordentlich heimzahlen kann. Je böser die Leute, desto besser die Belohnung. Selbst der Ku Klux Klan kriegt sein Fett weg und wird lächerlich gemacht. Hat einer noch extra Kapuzen dabei? Nein, keiner hat extra Kapuzen dabei. Eine alte Frage ist ja immer, muss das Ganze so brutal sein? Müssen unbedingt Blutfontänen und Körperteile durch die Gegend fliegen? Ich finde, es gibt da einen wichtigen Unterschied. Wenn die Schwarzen in dem Film leiden und sterben müssen, dann gibt es keine hohen Blutfontänen, da gibt es keine coole Musik. Das Ganze ist brutal und geht ordentlich an die Nieren. Wenn man das abstoßend findet, hat der Film nicht etwa versagt oder ist geschmacklos, sondern hat genau seinen Job erledigt. Ganz anders sieht das aus, wenn es um die Rache geht. Wenn die Bösewichte sterben, dann befinden wir uns plötzlich in der Welt des Comics. Meterhohe Blutfontänen, Körper fliegen unrealistisch durch die Gegend. Alles passiert laut und schnell. Die ganze Anspannung, die sich im Laufe des Films angesammelt hat, kann sich mit einem Mal in einem großen Finale entladen. Nur in Begleitung von Erwachsenen. Filme müssen uns nicht zu besseren Menschen machen. Sie können uns Dinge geben, die wir im richtigen Leben nicht haben können oder nicht haben wollen. Zum Beispiel Menschen, die Böses getan haben, einfach abzuknallen. Tarantino nimmt wie üblich die guten Teile eines B-Movies und macht daraus einen perfekten Blockbuster. Sollte man sich den also anschauen?